Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir stellen euch wieder ein Fahrzeug vor und zwar, jetzt muss ich überlegen, ich habe den Namen vergessen. Es ist der Roadcar und nach meinem Kenntnisstand 640. Wir blenden es euch ein und falls ich irgendein dummes Zeug erzähle, wird euch Stefan eh gleich mich korrigieren. Was fällt in diesem Fahrzeug erstmal gleich aus? Im Eingangsbereich, wir haben hier den Kühlschrank, das ist ein Tedford. In dem Fall ist der sehr weit öffnebar, also das heißt, ich kann auch von draußen mal ran. Es ist ein Kompressorkühlschrank, wirklich recht groß, mit einem Eisfach, also auch für die Eiswürfel-Freunde ist hier vorgesorgt. Ja, vorne das bekannte Fiat-Cockpit, in dem Fall ist es Basis des Fiat. Wir haben hier oben ein normales Staubfach, was auch jeder, denke ich, mittlerweile kennt. Dann gucken wir uns mal die Dinette an. Ja, hier ein großes Fach. Auch wieder hier 12 Volt in der Ecke. Dann haben wir an der Seite wohl einen Auslass für hier die Halterung und dann dementsprechend für Satellit und Co. für das Fernseherlebnis im Van. Wir haben eine Dinette, die ist mit einem Tisch angebunden, was allerdings hier in diesem Fahrzeug nicht dabei ist, ich weiß nicht, ob man es mit per Aufpreis bekommt, ist auf jeden Fall, dass hier die Verlängerung oder die Anbindung an den Beifahrer fehlt. Das ist in dem Fahrzeug hier nicht drin. Gut, schauen wir uns doch mal die Küchenzeile an. Wir haben Dometics und zwar Gaskocher als auch in dem Fall das Waschbecken von Dometics. Wir haben hier noch eine Steckdose, eine 230 Volt Steckdose. Dann schauen wir uns jetzt mal die ganzen Fächer an. Hier ist besitzt der Kühlschrank, also das heißt, da können wir gar nicht großartig was machen. Auf der Seite ist das Bedienteil von dem Tedford Kühlschrank verbaut. Und ja, dann fangen wir mit den Schränken hier an. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Das ist hier ein Schrank, der im Prinzip mit vielen verschiedenen Ablagen und ganz unten ist noch ein kleines Fach, so ein kleines Geheimfach. Nenne ich das jetzt einfach immer mal die Fächer, die jetzt sozusagen da unten verbaut sind. Gut, dann haben wir hier noch eine 230 Volt Steckdose, die ist hier auch noch verbaut. Hier haben wir ein Fach für das ganze Besteck, was man so dabei haben müsste. Und hier unten gibt es noch einen Schrank, der ist dementsprechend auch wieder mit einem Geheimfach versehen, beziehungsweise das Geheimfach ist ein bisschen kleiner, weil natürlich dort ein paar Kabel sind, aber ich denke, man kriegt immer noch mal eine Kleinigkeit mit unter. So, was schauen wir denn hier? Was haben wir denn hier? Da haben wir Kleiderhaken, das heißt meine Jacken, die sind hier ein bisschen ausgebaut sozusagen, so dass man da ganz gut hinkommt und dass man die auch nicht immer gleich umreißt, wenn man durch den Gang hier durchgeht. Dann ist hier unten noch ein großer Kleiderschrank mit einer Kleiderstange. Auch hier haben wir wieder ein kleines Geheimfach, wobei dort ein Rohr noch lang läuft, aber auch dort kriegt man das ganz gut mit unter. Was man hier ganz witzigerweise sehen kann, ist dort der Anschluss. Das heißt, wenn man mal eine Verstopfung hat am Waschbecken für das Bad, kommt man von dieser Seite ganz gut ran. Also wie eine Revisionsöffnung. Wir haben dann unter der Dinette natürlich auch noch ein Fach, wo in dem Fall hier die Elektronik ist. Wir haben hier die Absperrhähne für das Gas und darunter ist auch die Heizung hier verbaut, in dem Fall die Truma. Das zeigen wir euch dann noch gleich, was hier verbaut ist dementsprechend. Dann sind hier natürlich auch noch Ablagefächer. Die haben wir hier für Schuhe und Co. Also die sind sogar richtig schön tief, da kriegt man gut was rein. Für den Winter ist das immer ganz gut, wenn man so viel mitnehmen will. So, dann schauen wir uns doch mal das Bad an. Im Bad muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man die Tür hier dementsprechend vorsichtig öffnet, weil sie hier dann von der Baubreite halt irgendwann anschlägt. Ja, dann gucken wir uns doch mal das Bad an. Linke Seite sollte ein Schrank sein, genau. Den haben wir auch. Einmal reindrücken, dann kommt dieses Teil raus, dann haben wir hier viele Staufächer, wo eine Sperre vor ist, dass das Ding nicht raus kann. Wir haben hier oben die Duschhalterung und das hier ist kein Fach mehr, sondern das ist einfach nur nach oben gehend, so dass man irgendwelche größeren Sachen dort verbringen kann. Ja, wo ich gesagt habe, Duschhalterung, das heißt, das ist natürlich rausziehbar und man kann hier dementsprechend die Brause einhängen. Eine Dachluke
und ein Dachfenster fürs Querlüften, also wieder super gelöst. Der Lichtschalter hier unten, die Toilette an der Seite, die Halterung für die Toilettenrolle. Nun ja, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Spiegel noch dazu. Und dann war es das auch schon. So, wir kommen zum Bettentest. Wir haben hier in dem Roadcar 640 Längsbetten. Und Stefan liegt da mal drinnen. Und man sieht, er hat noch genug Platz. Er hat eine Länge von 1,83 Meter und hat noch gut Platz. Also für mich wäre dann hier diese Ausbuchtung sehr gut, weil ich halt entsprechend die Beine so draus machen kann. Wir haben entsprechend linke Seite Staufächern, ein durchgehendes Staufach, wahrscheinlich dito auch auf der rechten Seite. Hinten haben wir leider keinen Staufach, auch keine Verblendung. Das finden wir manchmal schade, aber irgendwo kommt der Preis her. Wir müssen aber sagen, Roadcar hat nun mal, ist die günstigste Einstiegsvariante von Pössl und irgendwo kommen die Abschnitte. Was man aber hat, sind Fenster und zwar auch andere Art von Fenster. Ein Schiebefenster. Schiebefenster. Zu der Seite. Auf der, also zur linken Seite. Und sonst hat man normale Klappfenster und selbst hinten hat man Fenster und überall natürlich immer die Verdunklung und auch der Fliegenschutz. Alles mit dabei. Schauen wir uns doch mal hier die Ladefläche an. Die ist natürlich gigantisch lang, weil auch die Gasflaschen wieder an der Seite sind. Das hat uns der Verkäufer hier auch erklärt. Wenn die Gasflaschen an der Seite sind, so verbaut hintereinander, dann hat man diese Seite dementsprechend auch viel mehr, also viel weniger im Rauminneren und somit hat man auch einen größeren Schaufach. Ja, man kann durchladen, was auch hier funktioniert. Einwandfrei ist, wenn man diese Schienen hier alle rausnimmt. Die Betten, die lassen sich zur Seite wegklappen, nach oben und dementsprechend dann auch festmachen. Und da kann man einmal komplett durch das gesamte Fahrzeug durchladen und man hat eine große, ja, Ladefläche, wo man viel mitnehmen kann. So, zum Gasfach. Wie ich das schon gesagt habe, die sind hier nebeneinander an der Seite gelegt. Auch hier kann man dann dementsprechend die Gasflaschen unterbringen, befestigen und dann sind sie ladungssicher verteilt. Die Fächer auf der rechten Seite sind einfach nochmal normale Fächer, wo man auch Bordsachen, Bordmittel vielleicht hinbringen kann. Ganz oben sieht man den Schlauch für die Befüllung des Wassers. Also das haben wir hier auch wiederum, den Wassertank auf der Seite. Der ist speziell gebaut über den Radkasten. Das ist so ein spezieller Tank, der dann sich da dementsprechend anschmiegt und wir viel Platz für die Lade, für den Laderaum haben. So, wir sind ja jetzt hier bei Roadcar angekommen. An sich ist die Verarbeitung her wirklich sehr gut. Die Materialien, die hier gewählt wurden, ist jetzt nicht ganz vom Holz her nicht ganz mein Geschmack, aber das ist auch immer Geschmackssache. Deswegen ist es ja auch so schön, dass es für viele Sachen eine Vielfalt gibt. Man merkt, es ist etwas günstiger alles verarbeitet, also irgendwo kommt halt auch der Preis her. Aber wer jetzt so als Einsteiger oder sowas in den Markt hier reingeht und sagt, naja, ich bin gar nicht so lange unterwegs oder so viel unterwegs oder mein Geldbeutel gibt es halt auch nicht her, der ist, glaube ich, bei Roadcar echt gut aufgehoben, weil die ganze Verarbeitung her in Ordnung ist. Das muss man wirklich sagen. Für uns wäre dieses Fahrzeug jetzt in dem Fall nicht das Fahrzeug, wegen auch der Optik des Holzes, aber doch vom Grundkonzept sehr schön gelöst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben her, teilt das Video und wir haben euch mal wieder die Playlist verlinkt mit den ganzen Fahrzeugvorstellungen, die wir so gemacht haben. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao!